Hallo meine lieben Mittelalter-Fans da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Kingdom Come Deliverance. Oh, wir haben hier tatsächlich gerade eben ein Jagdgebiet entdeckt. Und was ist das hier? Das hier sieht aus wie ein Lager im Wald. Und könnte das die Kräuterhexe sein? Die Gertrude? Kräuterkundler. Das sieht verdammt danach aus. Na gut. Bist du das? Kräuterweib. Ich kann das noch bei ihr üben. Kräuterkunde. Könntest du mir etwas über Heilkräuter beibringen? Selbstverständlich. Gehen wir erstmal her und lassen uns erstmal was beibringen, ne? Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Ja, das kann man machen. Jetzt pass gut auf. Und danach passt du gut auf, denn jetzt werde ich dir gleich eine Geschichte erzählen. Aber erstmal versuche ich es nochmal. Könntest du mir etwas über Heilkräuter beibringen? Selbstverständlich. Ich finde die für die Alchemie so unglaublich wichtig. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. Ach cool, das geht auch. Jetzt pass gut auf. Gott. Kräuterkunde verbessert. Aber ich weiß wahrscheinlich nicht noch... Ich habe, glaube ich, nicht Kräuterkunde 10, ne? Könntest du mir etwas über Heilkräuter beibringen? Selbstverständlich. Und das da. Ich möchte meine Technik verfeinern. Zuerst musst du was auf dem Kasten haben. Das sieht die mir an, ne? Ich denke darüber nach. Okay, jetzt hat sie uns beleidigt. Jetzt gucke ich nochmal in ihr Sortiment und danach bedrohe ich sie mit dem Pfarrer. Was hat die denn? Gräser und Kräuter. Kann erst in Erreichen von Stufe 10 erlernt werden. Gift hat sie hier. Liebes... Oh, was? Die Menschen werden dich lieben. Dein Charisma wird für 10 Minuten um 5 erhöht. Oh. Puppenmachertrank. Deine Muskeln erschlaffen und du verlierst die Kontrolle über deine Gliedmaßen. Dein ganzer Körper ist wie erstarrt und du kannst dich nur mit größter Mühe bewegen. Deine Kampffertigkeit mit oder ohne Waffen sind für 10 Minuten um 5 Punkte. Und deine Ausdauer, blablabla. Warum soll ich das trinken? Ist wahrscheinlich eher... um jemanden zu vergiften. Okay, schwarze Gift. Rezept für Gift, Rezept für Katerbier. Oh, ich kann hier die ganzen Rezepte kaufen. Oh. Rezept für Salbe, was machen das? Ein wundersames Mittel, das auf Gelenke aufgetragen, Schmerzen lindert und gebrechliche Menschen eines jeden Alters die Gewandtheit ihrer Jugend zurückgibt. Aha. Strauchdiebtrunk. Wer schlecht hört oder lauten Schrittes ist, möge hiervon trinken, um die Ohren zu spitzen und die Glieder zu lockern. Dann sei er von seiner Last befreit, auf dass er hören und schleichen möge wie eine Katze. Trank des Verderbens? Wer diesen Trank braut, spielt mit seiner Seele und ewiger Verdammnis. Jeder, der damit in Berührung kommt, ist dem Tode geweiht. Der Trank eignet sich gut zur Bärenjagd oder zum Vergiften der Quellen des Feindes. Doch gerät er in die falschen Hände, sind Mord und Teufel die Folge. Lobe den Herrn und tu nichts Böses. Krasse Scheiße. Meins. Wasser der Lethe. Ein kräftiger Schluck reicht aus, um leichtsinnige Entscheidungen, die dein ganzes Leben beeinflussen, rückgängig zu machen und deine Spezialisierungen neu... Okay, hier kann ich mich neu skillen. Sei jedoch gewarnt, dieser Vorgang ist unumkehrbar. Unschmerzhaft? Unumkehrbar? Hä? Also wenn ich das mache, kann ich es nicht wieder rückgängig machen. Aber ich könnte es doch einfach nochmal so neu skillen. Egal. Rezept Wermutgeist. Ein stark alkoholisches Getränk, das Tagträume hervorruft. Bitter und gut für die Verdauung. Was zum Teufel? Dinge, die ich mir einfach mal geben will. Trank des Verderbens, Wermuttrank. Oh Gott. Katerbier. Wer sich mit dem Dämon Alkohol hingegeben hat, möge hiervon trinken, auf dass dieser Trank das Übel aus seinem Leibe austreibt und seinen Magen und Kopf und Frieden schenken möge. Konservierungsmittel nehmen wir auch noch. Puppenmachertrank. Ich wüsste nicht, für was das gut ist. 1,4K. Wie gesagt, ich kann diese Dinger einfach mal lesen. Und dann mal weitersehen. Sie nimmt nur diesen Scheiß hier. Okay, warte. Ich warte hart mit der Feilschen. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Tja, das sagst du jetzt noch. Ist das genug?
Mehr. Mehr. Ich bin gierig. Gut, also ich auch, aber ich habe auch einen guten Grund dafür. So. Dann machen wir es mal so. Ja, das sollte passen. 1200 ist passend, gut. Also gut, dann muss ich mal ganz, ganz kurz mal hier pausieren. Und weiter geht's. So, dann reden wir mal mit der Guten über die Pfarrersache. Der Pfarrer schickt mich. Es heißt, du stiftest Weiber zu Hexenwerk an. Ich? Hexenwerk? Das ist nichts als Klatsch. Oh Gott, die ist ja überhaupt nicht gut in irgendwas. Es wäre besser für dich, aufrichtig zu sein. Ich will dir nichts Böses. Solange du die Wahrheit sprichst? Nun gut. Dann sag ich dir alles. Okay. Ich hab was richtig Dummes getan. Es plagt mich so, dass ich kein Auge zubekomme. Soll ich etwa glauben, dass eine alte Hexe das Gewissen plagt? Du weißt sicher, dass ich nicht bloß mit Kräutern, sondern auch mit Salben und Tränken handel. Aber da gibt's was, wo es mich reut, es verkauft zu haben. Siehst du? Vera, Slater und Christa aus Uschitze wollten Flugsalbe von mir. Hab erst abgelehnt, doch dann habe ich mich breitschlagen lassen. Was? Flugsalbe? Das brauchen doch, glaube ich, Hexen, um ihre Besen fliegen zu lassen, oder? Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Das Gewöhnliche verliert seinen Sinn. Die Blumen sprechen zu dir und die Erde tut sich auf. Weiß nicht, ob sie vom Teufel oder vom Allmächtigen stammt, aber Macht hat sie. Aber sie kann jeden vergiften, der nicht weiß, wie man sie handzuhaben hat. All das Geschwätz von Hexen, die sich damit einreiben und dann auf Besen zu ihrem Sabbat fliegen, kommt von... Die Salbe kann einen dazu treiben. War töricht von mir, den blöden Gänsen die Salbe zu geben. Könnten sich ja schließlich vergiften oder bei einer Vision von der nächsten Klippe segeln. Aha. Gibst du mir das Rezept, ey, genau. Gibst du mir das Rezept für die Salbe? Da sind Tollkirsche und Teufelsbeere drin. Ziemlich giftig. Solltest dir also besser zweimal überlegen, damit Schindluder zu treiben. Warum heißt es plötzlich die Einbeere Teufelsbeere? Wofür wollten Sie die Salbe? Alle haben sie kürzlich einen geliebten Menschen verloren. Das wiegt schwer. Sie wollten zu den Toten sprechen. Oh jemine, das wird bitter. Warum hast du ihnen die Salbe überhaupt gegeben? Bin zu weichherzig. Weißt du, eins der Mädchen, Vera, hat seine Familie in Skalitz verloren. Und auch Slaters Mann ist tot. Die jüngste von ihnen, Christa, hatte eine Fehlgeburt von all dem Grauen. Sie meinten, sie wollten mit den Toten reden und sie bitten beim Herrn, ein gutes Wort einzulegen. Ich weiß, wie das ist. Aber das bringt ihnen nichts als den Tauchstuhl und den Scheiterhaufen. Richte nicht, wenn du nicht willst gerichtet werden. Ich wollte ihnen die Salbe nicht geben. Aber da sie einen Haufen Groschen boten, habe ich ihre Verzweiflung erkannt und ihr Flehen erhört. Ihr Flehen oder das Klimpern ihrer Münzen? Wollte ich gerade sagen. So, jetzt wo ich sehe, dass ihr jede Menge Geld hinlegt, merke ich, dass es euch ernst ist und ich sollte meine Meinung ändern. Genau so. Wieso bist du plötzlich in Sorge um sie? Woher der Sinneswandel? Hat mir den Schlaf geraubt. Erstens wissen die Weiber gar nicht, was sie da treiben. Und außerdem könnte man's als Hexerei auffassen. Ach, echt? Und weißt du, was man mit Hexen macht? Hab ich gerade erwähnt. Bei lebendigem Leib verbrennen. Genau. Also wundere dich nicht, dass ich mich sorge. Vorher hat es dich doch auch nicht gestört. Aber ganz im Ernst, die Hexenverbrennungen kamen erst deutlich später. Das ist nicht in dieser Epoche des Mittelalters angesiedelt. Das kam deutlich später. Da ist Warhorse jetzt von der Historie gewaltig abgewichen. Ich habe genug gehört. Falls du genug gehört hast, musst du verstehen, wieso ich deine Hilfe brauche. Finde heraus, was die Frauen vorhaben und wache über sie. Schütze sie. Ich werde es versuchen. Ich helfe dir nicht. In Ordnung. Aber nur, weil der Pfarrer mich drum gebeten hat. Tausend Dank. Ich gehe zum Pfaffen und erkläre dem alles. Kümmer du dich um die Frauen. Okay, jetzt muss ich mit dem...
mit diesen Frauen reden. Okay, jetzt muss ich mich über Flugsalbe mit denen unterhalten. Wo sind die denn genau? Die werden wieder ein U-Schütze sein, ne? Da wohnen die. Na gut, dann machen wir doch einfach mal hier. Die sitzt wirklich mitten im Wald, ne? Ich kann froh sein, wenn die Kumanen nicht vorbeikommen. Hm, da ist schon ganz schön was los. Du hast folgende Spezialisierung: Bürger. Ich bin immer noch nicht sicher, ob Bürger wirklich so viel bringt. Bis jetzt hatte ich nicht so das Gefühl, dass man so viel in Städten kämpft. Ist wahrscheinlich eher besser, wenn man wirklich eher auch mal so diebische Dinge in der Stadt tut, ne? Dann ist es Bürger wahrscheinlich sehr gut. Boah, wie lange brauchen das jetzt schon wieder? Wahrscheinlich, weil alle Leute zusammengerufen wurden. Naja, die sind jetzt alle hier gerade eben. Wahrscheinlich sogar im Wirtshaus. Naja, die sind auf jeden Fall im Wirtshaus. Nee, sind sie nicht. Hä? Wo sind die denn? Aha. Da hinten. Guten Abend. Wieder einer, der glaubt, er stünde über dem Gesetz. Hörst du? Ach, weil ich eine Lampe nicht mit mir rumführe. Ach komm. Lass mich doch mit dieser scheiß Lampenkacke in Ruhe. Das ist keine von denen. Sind die denn? Okay, die eine ist irgendwo hier drin. Die wohnt hier auch, so wie es aussieht. Entschuldigung. Ja, ja, ich will auch mit dir reden. Hallo? Jetzt kann ich gar nicht mit dir reden. Ach, come on. Ja, komm her. Hörst du mich? Was ist denn? Ich will. Guck doch was, mein Gott! Das Reden! Nee. Guck doch was, mein Gott, da drüben. Na toll. Jetzt macht dich hier Stress, ey, nur weil ich mit dir reden wollte. Wisst ihr, sie ist diejenige, die hier wegen Hexerei angeklagt werden könnte. Und holt jetzt die Wache, weil ich kurz sie geweckt habe. Komische Frau. Sehr komische Frau. Das hat ja mal gar nicht geklappt. Nervt mich gerade ein bisschen. Ach, da oben links ist das Zeichen, dass ich jetzt von der Polizei gesucht werde. Also von der Wache. Das heißt jetzt was für mich? Das ist kein Debuff-Ruf. U-Schütze, was heißt das hier? Mein Ruf in U-Schütze ist eher so mittelprächtig. Die mögen mich auch eher so halb. Okay. Wie gesagt, ich hatte nicht vor, sie zu belästigen. Die ist jetzt ein bisschen arg krass eskaliert, die Gute. Ja, ja, ist gut. Hallo. Hey, du hol dich nicht von der Stelle. Ja, ist ja okay, Mann. Vergib dich. Ja. Hab ich doch. Was hat denn der für ein Problem? Er hier rum, wo er nichts zu suchen hat und ignoriert die Warnung? Das wird teuer. Du wirst lernen, dass Verbrechen sich nicht lohnen. 15. Mhm. Und der Vogt, ey, guck mal, wie scheiße der ist. So. Na schön, das reicht. Vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, aber ich stehe im Dienste des Herrn von Rathai. Das solltest du berücksichtigen. Ah, ich wusste das nicht. Verzeih mir. Geh deiner Wege. So schnell dreht sich der Wind. Vöglchen. Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Ach, auf einmal andersrum. Euer Pfarrer ist offenbar ein ganz besonderer Geistlicher. Er ist recht geschickt mit dem Schwert. Wohl wahr. Er ist hart wie ein Nagel. Ist schon öfter bei Kneipenschlägereien dazwischen gegangen und hat Ordnung geschaffen. Nicht zu unterschätzen. Das hat er wohl kaum in einem Stift gelernt. Du weißt ja, wie es läuft. Die Adligen schicken ihre jüngsten Söhne in die Klosterschule. Und auch unser Pfarrer hat blaues Blut. Mhm. Er wurde sicher zu Hause im Schwertkampf ausgebildet, bevor er zum Studium ging. So läuft es eben bei den Wohlgeborenen.
Aber angeblich ist etwas vorgefallen, woraufhin er eine Weile in der Welt umherstreifte. Was er angestellt hat, weiß ich jedoch nicht. Na gut. Hallo, Troller. Endlich. Ich habe etwas über eine Flugsalbe gehört, die ihr vom Kräuterweib haben sollt. Und das hast du wo gehört? Und was scherzt dich überhaupt? Ist die frech, ey. Das Kräuterweib schickt mich. Gertrude? Was will die? Haben wir ihr nicht genug gezahlt? Ich würde mal... Oh, das hier machen, das erste gleich. Ich bin ohnehin besser als... Nee, shit, ich bin gleich gut. Was passiert dann? 12-12, keine Ahnung. Darum geht es nicht. Sie sorgt sich um euch. Die Salbe birgt Gefahr und sie will sicher gehen, dass ihr keine Dummheiten anstellt. Deine Sorge ehrt dich. Aber wir sind erwachsen, alt genug, um unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Was wir in der Nacht in den Wäldern treiben, geht niemanden was an. Aha. Also sind sie im Wald. Das ist gut zu wissen. Das heißt allerdings jetzt auch, dass ich jetzt hier mal das hier anziehe und meine ganze Rüstung ablege, dass ich ein bisschen besser schleichen kann. Denn ich soll denen ja in den Wald folgen. So, schwarze Kugel noch. Senkt meine Sichtbarkeit. Was ist mit den Stiefeln eigentlich? Die Stiefel machen es schlimmer. Halskette weg. Der dunkle Pro-Point weg. Die Punthaube macht es auch nur schlimmer. Wahrscheinlich macht auch die Fackel es gerade eben schlimmer. Ich muss dann halt bei Gelegenheit die Fackel ausmachen und mal gucken, wo die jetzt hingehen. Was sagt denn die Map? Ich muss jetzt, glaube ich, ansonsten mit keiner mehr reden, so wie das klang. Die eine ist hier. Muss ich wahrscheinlich nochmal... Och, komm. Das ist unwitzig. Haben die sich alle schon weggesperrt? Und angeblich gehen sie nachts in den Wald. Von wegen. Der Pfarrer schleicht ja auch noch rum. Die Leute pennen echt schon. Wisst ihr, die haben keine Betten, die haben Bänke, auf denen sie schlafen. So, was mache ich jetzt? Beobachten, wo die hingeht, ne? Ich glaube, das ist sinnvoll, sich beobachte wirklich, wo die hingeht. Mehr kann ich gerade nicht tun. Einfach mal der guten Folgen. Wisst ihr, die geht im Nachthemd jetzt in den Wald. Klingt nach einem super Plan. Folge den Frauen in den Wald. Mehr soll ich nicht mehr machen, auch wenn die anderen mir noch hier angezeigt werden. Geschwindigkeit geht ein bisschen runter dadurch, aber es ist nicht schlimm. Jetzt folge ich dir mal. Sie durfte mich ja jetzt nicht mehr so wirklich wahrnehmen, ne? Oder sie will es nicht. Ich bin schleichend schneller als sie. Das ist irgendwie witzig. Wie weit geht denn die in den Wald? Fällt keinem auf, ne, dass sie einfach nachts in den Wald geht. Geht mitten durch den Ortskern. Schlawinert sich dann jetzt hier hinaus. Bei meinem Glück tauchen jetzt hier Kumanen auf. Coole Nacht.
bin jetzt wirklich gespannt. Da kann ja alles Mögliche passieren. Naja, bis auf eine Sache. Es werden bestimmt keine echten Geister auftauchen. Wie gesagt, das Spiel ist nicht übernatürlich. Schön ein Kuhfladen. Die dreht sich auch nicht einmal um, ne? Ja, da würde ich auf jeden Fall weiterlaufen an ihrer Stelle. Da vorne jault's und da vorne ist auch noch Licht. Das ist bestimmt total vertrauenswürdig, jetzt hier nachts rumzulaufen. Was ist denn das hier? Hä? Was? Ich konnte irgendwas lesen? Hä? Mogon. Jemand, der Mogon heißt, ist hier gestorben. Ich wusste gar nicht, dass man diese Dinger lesen kann. Was ist das da vorne rechts für ein Licht im Wald? Das kommt mir nicht geheuer vor. Ach, das ist eine Ringelblume. Hier wachsen die. Wo geht die hin? So sehr tief in den Wald. Also das ist... Also sie ist definitiv aus dem Ort draußen. Das ist echt der Witz eigentlich, ne? Hat sie erst so einen Rabatz gemacht. Jetzt geht sie selber raus, macht was Illegales. Das sind Kühe. Was kommt der Moment, bei dem ich jetzt das Licht in meinem Raum ausmachen muss? Oh! Was ist jetzt los? Sie steht jetzt hier. Warum steht sie jetzt hier? Sie guckt sich um. Irgendwas raschelt da. Soll ich sie jetzt zur Rede stellen? Oh, da kommt noch eine. Die kommen jetzt wirklich alle so nacheinander. Ich sollte aufpassen und mich nicht erwischen lassen. Das ist Nummer 1. Dann kommt Nummer 2. Die gehen wirklich einzeln. Genau. Ich sehe das genauso wie du. Die sollten nicht hier sein. Was meinst du dazu? Heute ein bisschen schweigsam, ne? Ich rede mit Kühen. Ach nee, du redest noch mit mir. Alles klar, gut zu wissen. Kommt dann jetzt Nummer 3 da hinten noch? Ja, 2 stehen da schon. Ja, Nummer 3 kommt auch. Okay, krass. Ja. 3 Frauen alleine im Wald. Irgendwie komme ich mir gerade pervers vor. Ich beobachte sie, wisst ihr so. Dich hat keiner nach deiner Meinung gefragt. So, die stehen immer noch da. Ich kann sie sehen anhand ihres weißen Kleides. So, das ist jetzt die 3. Und jetzt? Begießen sie sich mit Blut und tanzen, oder was? Die Lichter ausgemacht. Wir sind alle da. Wir können los. Ist es weit? Überhaupt nicht. Aber wir sollten die Salbe jetzt auftragen. Es dauert, bis sie wirkt. Wo genau kommt die hin? Naja, du weißt schon. Ich ziere mich. Mit dem Teufel zu falschen ist in Ordnung. Aber bei Salbe auf deiner Fuß ziehst du die Grenze? Naja. Was? Aber nicht lügen. Ich bin mir nicht sicher. Oh, keine Sorge. Unzählige Weiber vor uns haben es versucht. Was, wenn es klappt? Was, wenn er erscheint? Aber das wollen wir doch, oder? Gehen wir. Die tragen sich die Salbe wo bitte auf? Hehe, ja, Schleim heute und so. Nehmen alles schnell auf. Hehehe. Das ist ja mal
Grotesk. Was machen die dann? Okay, die eine ist schon deutlich weiter gelaufen. Jetzt gehen sie hier in den Wald. Zum Glück sind sie sehr unaufmerksam. Ich habe so eine gewisse The Witcher-Paranoia. Ich habe nämlich so immer so das Gefühl, da könnte jetzt jederzeit irgendwo was rausspringen. Aber wird hier wohl tendenziell nicht passieren. Nicht mal Wölfe gibt es hier. Ne? Also man kann denen ja easy folgen. Ne? Die sind sehr selber sichtbarer, als sie sich wahrscheinlich selber Licht machen mit diesen Lampen. Immerhin finden sie sich gegenseitig immer wieder. So. Und jetzt? Wie weit gehen die denn noch? Also die eine ist ja die Vera, die ist ja schon wirklich jetzt locker 30 Meter vor den anderen. Die scheint es echt eilig zu haben. Die wollen, dass irgendjemand erscheint. Ach Gott, die werden am Ende mich dafür halten. Was auch immer die glauben, was erscheint, die werden am Ende glauben, ich bin das. Das ahne ich jetzt schon. Weil sie wollen Erscheinung und ich werde ihnen erscheinen. Davon gehe ich aus. Ja, dann bin ich mal gespannt. Irgendwie rechne ich mit was ganz Perversen. Alles, was mit diesem Fahrer zu tun hat. Kann nur so enden. Ah, das haben wir vorhin da schon leuchten sehen. Die haben da schon so ein... So ein Hexenzirkel oder sowas im Wald. Und der leuchtet schon. Die haben das letzte Mal das Licht nicht ausgemacht. Wahrscheinlich tanzen sie jetzt nackt da um den Baum rum oder so. Im schlimmsten Fall. Oder was Schlimmes passiert. Das ist die dritte, also die nächste Alternative. Weil ich vergessen habe, was die zweite war. Ich vergesse mitten im Reden, was ich gedacht habe. Okay. Und misch dich nicht ein. Ja, das habe ich nicht, habe ich auch gemacht. Hört, da kommt jemand. Wer ist da? Bist du es, Christa? Nein, ich bin hier drüben. Was ist hier los? Oh... Willkommen, Fürst der Dunkelheit. Bitte, fühl dich wieder heim. Sag mal, was sollen wir für dich tun? Wir werden dir jeden deiner Wünsche erfüllen, so du unsere erfüllst. Creepy. Echt creepy. Und jetzt? Der Finsternis? Was in Gottes Namen schwafelt ihr da? Warum stellst du uns auf die Probe? Probe? Jesus was? Christus, womit habt ihr euch da bloß eingerieben? Flugsalbe vom Kräuterweib? Wir sind gewillt, uns dir hinzugeben, auf dass du uns von den Kumanen befreist. Wenn du das nicht willst, hilf uns wenigstens von hier zu entfliehen. Mach uns reich, dass wir in der Stadt ein neues Leben beginnen können. Moment, warum ist das jetzt schiefgegangen? Ich wollte eigentlich mich nicht einmischen. Aber der ist von alleine da reingegangen. Ich gebe euch alles, wonach es euch verlangt. Ich wusste es. Hab Dank, mein Gebieter. Doch dafür müsst ihr... Scheiße. Mir wird komisch. Mir wird komisch? Oh Gott. Oh Gott. Oh, die Salbe. Ihr habt mich mit der Salbe beschmiert. Fürchte nichts, Gebieter. Dir geschieht kein Leid. Das gehört alles zur Zeremonie. Oh, scheiße. Oh, fuck. Was Teufel habt ihr mit mir gemacht? Ich wette, wir sterben jetzt. Thank you.
Was? Hä? Wie geht es dir nach der langen Reise? Hä? Lange Reise? Über... Von den Pforten der Hölle hierher. Wann kümmerst du dich um die Kumanen? Und wo sind deine Hörner, Hufe und der Ziegenschwanz, von denen der Pfaffe sprach? Was passiert hier? Das muss ich erst mal lesen. Bin auf einem Ast hergeflogen. Bin auf einem Ast hergeflogen. In Windeseile ging das. Auf einem Ast? Bringst du uns das bei? Wir sind von nun an deine Mägde und tun, was du auch befiehlst. Ich rede mit einem Pferd. Wie kommt's, dass eine Stute sprechen kann? Stute? Trügt dich dein Blick? Vera heiß ich und in Uschitze verdrehe ich manchem Burschen den Kopf. Ja, bestimmt. Hab Hörner und Hufe unterwegs verloren und... meinen Schwanz habe ich in der Hose. Den hole ich zu besonderen Anlässen. Ich hoffe, bald findet sich einer. Oh Gott, mal was anderes, ja. Eigentlich wollte ich etwas anderes. Was denn, oh Gebieter? Werdet ihr mir dienen und tun, was ich befehle? Oh ja, Herr des Höllenfeuers, wir tun, was du willst. Erlöse uns nur von den dreckigen Kumanen. Welche von uns willst du zuerst? Mich! Nimm mich! Nein, mich! Was, es gibt einen Huhn? Ich bin so durch, ey. Was ist mit der dritten? Wieso sagt sie nichts? Genau. Und was ist mit der da? Wieso so schweigsam? Christa, du Henne, mach's Maul auf! Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich muss irgendwas wählen. Scheiße. Ich nehme die Stute, das war die jüngste. Ich will dich, Stute. Vera. Ich wusste es. Komm näher. Komm zu mir. Ach so. Was? Jetzt muss ich ja noch rumlaufen. Okay, Leute, ich würde mal sagen, das ist ein schöner Cliffhanger. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Elle Badge, ne? Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss, Unternehmen.